Grüß euch, liebe Freunde vom Radlwarl. Nach dem Wetterumsturz und den vielen Tagen von kalten Regen und bei uns auch in den Bergen Schnee ist heute der erste sonnige Tag und natürlich der Radlwarl wieder unterwegs in Sachen YouTube-Content. Und heute möchte ich euch eine ganz besondere Tour vorstellen, die in meiner unmittelbaren Heimat ist. Und zwar geht es heute auf zum Schleier Wasserfall. Und der Schleier Wasserfall, das ist ein ganz ein tolles Klettergebiet für Extremkletterer oder Extremer, aber ich sage, da gibt es halt Schwierigkeit, Stufen zum Klettern bis zum 11. Grad. Der Alexander Huber, der ganz bekannte Kletterer, der ist in den 80er Jahren da hergekommen, hat das Gebiet da oben entdeckt und hat gleich einmal 4 oder 5 Routen bis zum 10. oder 11. Schwierigkeitsgrad da oben aufgemacht. Und heute, glaube ich, gibt es schon 50, 60 Routen, die was in diesem Schwierigkeitsgrad da oben unterwegs sind. Da gehen wir rauf und der Weg dahin ist wirklich eine ganz tolle Geschichte. Da werden wir bei den Tippsöfen vorbeikommen. Jetzt würde ich sagen, gebt es mit, schaut euch diese Tour an. Das wird sicherlich nicht enttäuscht werden. Viel Spaß mit den Bildern vom Radlwarl auf dem Weg zum Schleier Wasserfall. So, jetzt befinde ich mich da bei den besagten Hochmoor, was ich euch gesagt habe. Das ist wirklich naturbelassen da geworden. Da ist nie was gemacht worden, nie ein Baum rausgeschnitten worden oder sonst etwas. Und es ist da mal ein Wanderweg durchgegangen, aber der ist jetzt auch auflassen worden. Und schaut sich das so wunderbar, also herrlich. Also wenn man da rumgeht, dann sinkt man schon eh bis zu den Knie, tut man aber nicht, weil es sollte ja seine Ruhe haben. Ja, ich habe jetzt da mein Bike Deponie gemacht. Ich habe drüben bei einem Baum mein Bike deponiert und wechsle jetzt auf Schustersrappen. Und unser nächstes Ziel ist dann der Aufstieg da zum Schleier Wasserfall. So, jetzt bin ich da bei der Abzweigung angekommen. Die Richtung rauf geht es zu der Grandalm rauf. Und zu der Grandalm möchte ich gleich was dazu sagen. Euch werden sicherlich die Bantel da aufgefallen sein, die was da so am Wegrand gespannt sind. So, ja. Das ist, vermute ich einmal, dass da die Damen vor der Alm, also die Almkirche,
jetzt die Tage mal heimgegangen sind oder ob sie heute auch kommen, ich weiß nicht. Aber für das haben sie da bei dem Weg da die Seile gespannt. Ich habe schon gesagt, wir werden jetzt da bei der Abzweigung Grandalm und da geht es um mit so einem Schleier Wasserfall. Da haben wir jetzt noch eine Stunde bis wir hinten sind, schätze ich mal. Und davor haben wir aber noch die Tippshöfen. Und zu dem Weg da um, das ist auch der Anfangsweg vom Tiroler Fernwanderweg, dem sogenannten Adlerweg. Da ist der Beginn drüben beim Rummlerhof, auch ein Freund von mir. Und der geht einmal auf diesem Weg da durch, quer durch ganz Tirol. Und wenn man den Adlerweg auf der Landkarte aufgezeichnet, wo er zeichnet, wo er verläuft, ist das symbolisch, also die Schwingen des Adlers, deswegen der Name Adlerweg. Aber jetzt reden wir nicht mehr lange, jetzt gehen wir weiter, damit wir einmal umkommen zu dem schönen Platz sein, zum Schleier Wasserfall. Das ist ein ersten wirklich wunderbaren Highlight zu den Diebsöfen. Ah, schön. Ja, wenn das die Sache so sie sich. Und hier drin sogar der Bach, das ist auch nicht normal. Das ist eher, dass kein Bach euch erinnert, aber jetzt schaut es euch das einmal an, die Diebsöfen. Ja, bei den Diebsöfen handelt es sich eigentlich nicht um eine Höhle, oder kann man schon sagen Höhle, aber das sind so Auswaschungen, die was der Bach, was da runterkommt, in den Jahrtausenden gemacht hat. Und es ist wirklich eine beeindruckende Sache. Und ich zeige euch jetzt noch ein bisschen mehr und ich erzähle euch noch eine Geschichte dazu. Natürlich war der Radlwadl eine Geschichte von der ganzen Geschichte. Gange ja nicht ohne. Die Diebsöfen gehören da im weitesten Sinne zum Klettergebiet vom Schleier Wasserfall. Und man sieht das da an den Hacken, die da oben hängen, dass da die Spitzenkletterer ihre überhängenden Trainingseinheiten absolvieren. Und das ist schon imposant, wenn man da zuschauen kann, wie die Leute da rauskriegen. Unvorstellbar für den Radlwadl sowieso. Was erwiesen ist, ist, dass die St. Johanna und Gallinger Bevölkerung da in den Zeiten von den Napoleonischen Kriegen von den Franzosen da hergeflüchtet sind und da wirklich einige Zeit, ein paar Monate oder was, da in diesen Höhlen gelebt hat. Also das ist erwiesen. Und ja, ich möchte jetzt nicht da übernachten oder sogar oder leben, aber es ist wirklich ein beeindruckendes Naturschauspiel, was uns die Diebsöfen da bieten. Da ist Galling am Wilden Kaiser und da hinten ganz dominant der Uchschnimme Berg, das ist der große Rettenstar. Da war ich heuer oben, habe ich einen Film drüber gemacht, verlinken da oben. Schaut mal drauf, eine recht bärige Sache. Und siehst du, es ist auch wunderschön, der Wettersturz jetzt die letzten 5 Tage hat den ganzen Berg schon. Aber ich sage mal so ab der Grenze von 1500-1600 in schön weiß gehüllt. Wer nicht bleibt, geht wieder weg, bin ich mir sicher. Aber irgendwie macht es auch Vorfreude auf den kommenden Winter, wenn noch wieder Schnee ist. Aber jetzt gehen wir weiter.
bin ich direkt unter den Schleierwasserfall. Der Schleierwasserfall sind eigentlich drei Wasserfälle. Der große da in der Mitte und links hinten habe ich geschwimmt, den kleinen. Und da drüben ist so ein mittlerer. Und ich befinde mich jetzt da genau hinter dem Schleierwasserfall. Und der hat eine Fallhöhe von 90 Meter. Und da seht ihr, es ist wirklich gigantisch. Dass drei Wasserfälle sind, ist eigentlich äußerst selten. Jetzt können wir aber darauf hin, wie viel Wasser der Bach Oberberg oben führt. Die letzten Tage habe ich mitgekriegt, wo schlecht Wetterumbruch und viel Regen, und deswegen ist jetzt sehr viel Wasser. Ja, ein wunderbares Naturjuwel in der unmittelbaren Nähe von St. Jan, also fast mitten im Radl-Wadl-Land. Gott, was willst du mehr, was willst du Schöneres? Also, da war ich ja vor ein paar Monaten mit dem Froni und Micha von Kanal Wander verliebt. An dieser Stelle Grüße an die Froni und an die Micha. Hat es mir wieder hergebracht, oder in diese wunderbare Stelle. Den Film zu der Wanderung, was wir miteinander gemacht haben, verlinke ich da oben. Ja, und jetzt schauen wir uns den Wasserfall noch ein bisschen an. Machen wir gute Musik dazu. Und wir klingen uns nachher wieder beim Abstieg. Juhu! Ich möchte jetzt zum Klettergebiet was sagen. Der Alexander Huber, einer von den berühmten Huberbuben, der hat ja in den 80er Jahren da einige meisterliche Routen eingelegt. Ich weiß gar nicht, wie es heißen. Ich weiß nur, dass bis zum 11. Schwierigkeitsgrad gingen. Und so eine so Einstiegsroute, so sieht man da. Also für mich ist das, sind das Runen. Ich kann nicht sagen, was genau ist, aber es, die Kletterer, die wissen genau, was für eine Route das ist und wo es da hingeht. Im Radlwadl ist das nichts, die Senkrechte, weil da ist es schwer, da hebe ich mich nicht auf. Aber jetzt schaue ich ein bisschen den Schleier Wasserfall an. Ja, liebe Freunde vom Radlwadl, das war meine Tour zum Schleier Wasserfall über die Diepshöfen, das wir bei Biken Hike gemacht heute. Das hat einfach sein müssen nach den schlechten Tagen, was wir da jetzt gehabt haben vom Wetter her. Und ich hoffe, es hat euch die Tour einigermaßen zugesagt und die Bilder, was ich da so geschossen habe. Die werden wir jetzt auf dem gleichen Weg wieder zurück aufmachen. Und ich habe schon ein bisschen einen Durst und vor allem einen Hunger. Also ich werde jetzt beim Freund von mir zurückschauen zum Blumse, das ist ein alter Jäger, ja, erfahrener Jäger, weil mir sind ein paar Sachen aufgefallen, da bin ich umgegangen,
Da muss viel Wald sein und es darf mich interessieren, was da für ein Wald ist. Weil jetzt ist Oktoberzeit und da ist natürlich wild angesagt und vielleicht hat ein Stückchen oder ein Trimme Fleisch, wie wir sagen, von Rech, Hirsch, egal was. Und das lasse ich mir mal noch machen. Nur weiß ich noch nicht, wer das machen soll. Weil ich selber, ich kann nicht einmal ein Würstel sehen. Aber vielleicht weiß auch der Lucke was oder der Blumse, wer das machen kann. In diesem Sinne, danke nochmal fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, natürlich abonnieren, kommentieren und liken. Gut, bis zum nächsten Video. Inka Radlwadl. Und dann schauen wir beim Lamberger vorbei. Vielleicht ist er so ein Hitter drin. Und dann wird schon ein Bierchen angeben. Jetzt da hochkommen wir beim Blumsi, beim Seppen, sein Hitter. Oder seine Nachmittag gern verbringt. Und ich habe schon reden gehört, es sind nur weit, keine Ahnung, wer noch da ist. Aber eins ist sicher, ich werde mein Bierli sicher jetzt kriegen. Und da schauen wir jetzt miteinander um, bis du mich aufgeben mit dem anderen. Gehen wir. Was du hast schon? Was machst du warum, dass du was glaubt nicht sind? Weil es hoch rechte Dinge sind, also, glaube ich. Also, ich habe noch keinen einzigen gesehen da. Da ist ein Stein. Ja, sind aber ein Groß nicht und ein Kleiner. Ich glaube, du hast die Mode hinkriegt. Ja, aber da haben wir noch mal nachgesetzt. Ja, dann stellen wir halt mal ein paar auf. Ja, ja, wahrscheinlich. Ja, nein, nein, die haben schon nachgesetzt. Ich habe gesagt, Dampfsauger liegt mir einmal da. Alter, so geht's nicht, aber ein erfahrener Jäger, gell? Ja, ja. Und der aber ein Wald auch. Ein Wald auch, oder? Ja, ah, ja, nachher. Ich tue da sicher irgendwas umliegen. Was kriegst du drin mit Fleisch? Oder was sagt man da? Fleisch sagt man nicht, gell? Nein, Fleisch will ich schon, aber das gibt es ein Wildbrett, wenn. Ein Wildbrett? Ja. Ach so. Und ja, was hast du da? Rech. Rech? Ja. Genau, weil da hat gesagt, einen schönen Rechbock hat er gesehen. Ja. Hat er gesagt, schön kein Weibers, aber kein Rechbock. Passieren kannst du nicht. Ja, aber ich kann das nicht, weil ich bin. Ja, dann muss die Frau ein bisschen fragen. Ich kann nicht einmal ein Würstel sehen. Oje. Ja, ja. Oje. Wasser umbringen, oder? Ja, das Wasser ja, bringen. Ja. Luki, du bist also ein guter Koch. Ja. Aber du weißt mir auch keiner, was das machen kann. Also ein Ding, ja, da wissen die schon jemanden. Ja. Haben wir eh da, sagt die haben noch eine super Köchin, also eine Küchenhexe. Eine Küchenhexe? Ja, die Küchenhexe, das war eine gute für ja. Sowas. Wer schreibt sie denn? Weil man es danken, dann weiß ich, der hat was geschossen. Ach so? Ja. Na, wäre ich halt zu deinem Jungen gefahren. Das ist auch ein Schmalgas, gell? Das ist so. Ja? Das ist auf Mittag, ja. Ja. Schmal dir. Ja. Hör mal die sagen, Schmalwurf. Mal aufpassen, dass er mich nicht schießt. Ja, kann man alles sehen. Ja. Freunde vom Radlwadl, das habe ich jetzt von Seppen, vom Blumsee, wie wir zu einem sagen, ein Wildbrett krieg. Und dass ich das auch richtig sage. Und jetzt fahre ich zu der Anne und frage, schau mal nach, ob ich da überhaupt hinkomme und ob es mir den so ein Rechen und ein Herricht. Liebe Freunde vom Radlwadl, es ist soweit. Es hat ein paar Tage gedauert, aber ich habe es tatsächlich geschafft, mit der Anne vom Kanal Küchenhexe einen Termin auszumachen und sie hat sofort Ja gesagt. Und jetzt bin ich kurz vorm
Hexenlandeplatz. Da treffe ich mich mit der Anni und dann werden wir schauen, wie sich der Radlwadl schlägt, wenn er ein Wildbret zubereitet. Auf geht's, machen wir's. Ein Traum wurde wahr, der Radlwadl geht in einen Kochkurs. Und zwar bei niemandem geringeren als bei der Anni von Kanal Küchenhexe. Anni, super, dass du mir da die Möglichkeit gibst, dass ich mal check, wie ich mich aufs Recht Fleisch, und darf ich nicht sagen, Wildbret zubereitet. Danke nochmal, Anni. Ja, es gefreut mich total. Schon, gell? Absolut. Ja, mir noch mehr. Das ist die Anni vom Kanal Küchenhexe. Und wir gehen jetzt miteinander rein in deine Küche. Jawohl. Und dann werden wir einmal ein ordentliches Reh-Wildbret zubereiten. Das macht man. Schon, gell? Ich habe ihn schon alles eingeschaltet. Das ist alles schon warm, aufgeheizt. Und vielen Dank. Muss ja Kochmütze aufsetzen. Nein, die passt. Passt, aber da? Aber die Schürze von mir natürlich. Siehst du. Weil für meine Küchenhexe-Brand habe ich natürlich eine eigene Schürze. Siehst du. Die kriegst du heute. Kriegt man die nur so oder kann man die auch erwerben? Nein, die kann man eigentlich nur so kriegen. So kriegen. Nur also, wer arbeitet. Kriegt also nur wer arbeitet. Also ja. Schau zu, wie es geht. Den Film zu der ganzen Küchenaktion mit der Anne auf dem Kanal Küchenhexe sehe nicht bei mir, weil ich mache jetzt Schluss bei meinem Kanal, aber ich verlinke euch den Kanal oder den Film von der Anne, wo sie mit mir das kocht, und wenn ihr wissen wollt, wie ich mich dabei schlage, dann wechselt zu mir Kanal Küchenhexe. Unbedingt, ja nicht vergessen. Und dann wünsche ich euch viel Spaß dann mit der Kochsendung Radlwadl Andi und die Küchenhexe Anne. Macht es gut. Gehen wir, oder? Gemein, machen wir's. Passt.